Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play zu LEGO Jurassic World. Wir sind immer noch am Checkpoint von der letzten Mission und müssen hier diesen weißen Ultrasaurier platt machen. Leider weiß ich noch nicht so hundertprozentig wie, aber wird sich sicher zeigen. So. Erst einmal haben wir hier eine Safe-Möglichkeit. Die nehmen wir auch wahr. Und dann müssen wir irgendwie hier an dem Dino vorbeikommen. Ah, okay, okay. Ich hab's gesehen, da oben ist was zum Fotografieren. Kannst du auf dem Dino reiten? Sag mir bitte, dass du auf dem Dino reiten kannst. Also irgendwie müssen wir hier hoch. Und ich weiß noch nicht genau wie, aber das kriegen wir schon noch hin, Leute. Unsere... Wir haben die Frau verloren. Wo ist die Frau hin? Ernsthaft, wo ist sie hin, Leute? Wurde die schon gefressen? Die ist weg. Ich glaube, die wird gefressen. Naja. Natürlich erschwunden. So. Kann ich das mit dem hier kaputt? Nein, kann ich natürlich nicht. Kann der hier fighten gehen? Nein, kann er natürlich nicht. Der kann hier auf jeden Fall fast hochspringen, was ziemlich geil ist. Leider reicht mir fast in dem Fall nicht. Und ich finde es cool, dass die Dinos jetzt wieder auf meiner Seite sind. So, jetzt schauen wir mal, ob wir hier irgendwo was mit denen machen können. Oh Mann, ich habe es vorher echt komplett übersehen. Natürlich können wir was mit ihm machen. Erst einmal natürlich hier die Münzen einsammeln. Und dann können wir da diesen Schalter ziehen, der natürlich für Velociraptoren ausgelegt ist. Danke. So. Du, mein Freund, hast eine Fackel und darfst da reingehen. Und zwar kann er ihm irgendwas machen. Kleiner, her mit dir und rein mit dir vor allem. Hier bräuchten wir jetzt unseren weiblichen Player. Der könnte hier was zerbrechen, aber den haben wir leider nicht. Ich habe keine Ahnung, wo sie hin ist. Ich meine, sie hat gesagt, wir müssen Gehege 9 öffnen, bla bla bla. Aber trotzdem, ich kann doch nicht einfach weglaufen, ihre Enkelkinder, Neffen hier einfach stehen lassen. Aber okay, scheinbar kann sie doch. So. Sei vorsichtig. Noch einmal ein Foto schießen. Sehr fotogen. Sehr fotogen, meine Freunde. Das könnte nützlich sein. Also Lebenspunkte hat ja der große Saurier wirklich verdammt viele. Und ich habe gerade kein Plan. Wie es hier weitergeht. Dass man da was machen kann, das hätte... Das. So. Kleiner Mann. Kommst du her? Komm, putt. Und noch ein Foto schießen. Matrix-Style. Nice. Okay. Ich habe gerade keine Ahnung, was wir da zusammenbauen. Wer ist der beste Schütze?
Okay, ich muss auf den schießen. Weil... Ah, okay, dann kann ich ihm eine auf die Fresse geben. Nein! Und noch einmal eine hinten schießen. Okay, Leute, kein Plan gehabt. Ich glaube, da muss ich schneller sein. So. Verdammt. Das Problem, was ich gerade habe, ist, dass ich gerade keine Ahnung habe. Okay, das Problem hat sich mittlerweile gelöst. Okay. Diesmal hat er sich nicht regeneriert. Komm, mach deinen Mund auf. Zeig uns deine Zähne. Und komm. Und nochmal anspringen. Okay, wenn man verstanden hat, wie der Bossfight funktioniert, dann ist es gar nicht so tricky. Aber bis man das mal checkt, wie das funktioniert, ist das echt Trick, Leute. So. Hallo? Hallo? Okay. Und nochmal anspringen. Jetzt haben wir ihn, Leute. Jetzt haben wir ihn. Okay Leute, wir haben hier T-Rex gegen Monstrosaurier und wieder mal einen Checkpoint, wo wir hoffentlich saven können. Jawohl, können wir. Und ich schätze mal, dass wir hier nicht einfach uns verpissen können. So, ich denke, dass er was hier reparieren kann. Ich weiß aber nicht was. Okay, er kann nicht wirklich was reparieren. Wir haben hier nun mal wieder eine Kiste gekriegt. Ein Minikit. Ja, schön zu haben, aber nicht wirklich notwendig. Ich würde sagen, unsere Dino-Verbündeten zu verkloppen ist nicht die klugste Idee, die ich bisher hatte. Das lasse ich auch lieber. Nicht, dass sie sich wieder genötigt fühlen, die Seiten zu wechseln. Und ich denke fast, dass wir dem T-Rex irgendwie helfen müssen. So. Kann die hier was machen? Nein, kann sie nicht, aber er kann hier in ein Häufchen springen. Schauen wir mal, ob das Häufchen uns was bringt. Offensichtlich nur wieder ein weiteres Minikit.
Okay, die Minikits kriegt man hier gerade ein bisschen geschenkt. Mich würde aber viel mehr interessieren, wie der Weg hier weitergeht. Weil der ist hier gerade echt ein bisschen tricky. So. Ich muss definitiv an den irgendwie vorbeikommen. Ah, er kann hier was schnuppern. So. Wohin führt uns der Weg? Der Weg führt uns hierher. Nochmal einen tiefen Zug nehmen. Und hier geht's weiter. Und wir können hier was zusammenbauen. Irgendwas, wo sich der Dino dann festhalten kann. Sehr schön. Aber erst einmal hier wieder ein bisschen die Gegend unsicher machen. Weil das geht mit den Dinos eigentlich ganz gut. Außerdem hat er sich einen Hotdog verdient. So. Wie ging das gleich wieder? So irgendwie. Okay. Ich muss sagen, unser Dino ist auf jeden Fall ein besserer Ingenieur als unsere Mitspieler. Wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, er kann da nicht hoch und wahrscheinlich muss er wieder hoch, weil er eine Kamera hat oder irgend so ein Spaß. Nein, Tantchen muss hoch. Dieses Tantchen, nicht das Dino-Tantchen. So. Okay, wir machen jetzt hier einfach mal weiter. Wir brauchen hier irgendwas zum Bewegen. Und höchstwahrscheinlich hier ist ein Häufchen. Wahrscheinlich ist es mal wieder ekelhaft. Vertrau mir, es könnte schlimmer sein. Viel schlimmer. Na klar. Aber erstmal wieder die Gegend kaputt machen. So. Er kann die Kurbel jetzt hier anbringen. Können Sie dieses Kabel erreichen, Claire? Sicher. Und noch ein bisschen, noch ein bisschen. Oh, nicht nach unten sehen. Nicht nach unten sehen. Genauso ist es. So. Die kann hier wieder klassisch was machen. Mal wieder ein Passwort. Und wir bauen hier eine Rampe. Bitte, bitte sag mir, dass wir eine Rampe bauen. Jawohl. Schnell! Was? Müssen wir uns etwa beeilen? Ja, irgendwie schon. Beeilen wir in, hier unten. In dem Fall wirklich gut. So. Okay, Leute, das ist hier gerade echt viel zu tun für so einen kleinen Checkpoint. So, einmal wieder ein Bossfight. Hatten wir schon lange nicht mehr. Die Frage wäre jetzt nur, wenn wir den bösen Dino hier besiegt haben, was genau machen wir mit dem T-Rex? Okay, so war das nicht geplant. So schon eher. Und hier können wir wieder irgendwas machen. Oh nein, er hat sie weggeschleudert. Uncool.
Und wieder ein Bossfight? Komm schon, Bossfight. Und. Wir haben den größeren Holzkopf. Und. Noch einmal. So, kommt schon. Ab ins Wasser mit dem hässlichen weißen Dinosaurier. Dieser Albinosaurier hier. Okay, Leute, wir haben gerade die Geschichte beendet und die Dinos plündern den Souvenirshop. Wie wir da tatsächlich jetzt von der Insel runterkommen, ist mir ein Rätsel. Ich glaube, dazu muss ich tatsächlich den Film angucken. Aber... ja, ich glaube... ich glaube, das war's. Wo ist Hoskins? Bin er zerrischt. Aber hat er Vorkehrungen getroffen? Unser Deal steht noch? Keine Sorge, sie werden gut versorgt werden. Ja, Leute, das war's wirklich schon. So. Ich laufe jetzt hier noch ein bisschen rum. Demnächst gibt es von mir noch eine Review zu dem Spiel. Aber nicht in dem Part, sonst sprengen wir die Länge ein klein wenig. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst doch einen Kommentar da, was ihr von dem Spiel haltet. Und bewertet doch bitte das Video. Über ein Abo meines Kanals würde ich mich natürlich wie immer auch freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns bald. Bis dahin. Ciao.